Aber ihr seid jetzt gerade nicht gefragt. Genau. Genau. Was kommt als nächstes? Genau. Oh, Ohrwurm. schade. Das hatte ich irgendwie geahnt, dass was anderes kommt. Ich muss das Sitcom lachen. Ach so, ja, genau. Moment. Wenn jemand Ruhe geben soll, so sind nicht wir es, sondern dieser Verteidiger dort. Und wer seid ihr eigentlich? Wer wir sind? Wir sind die, die den Glockenturm bewachen und schützen und dort außerdem Schutz vor Regen suchen. Genau. Wir sind die Glockenturmgarde, auch bekannt als die Wachen. Und Was ich ist bin das ihr denn? Anführer. Stimmt ja. Der Kerl tauchte plötzlich am Tatort auf, als wir ihn untersuchen wollten. Ihr da, ihr Verteidiger. Dies ist ein Übersichtsplan vom Glockenturm. Und den haben wir ja schon. Ja? Was sagtet ihr zuvor, als ihr die Verwirrung zu eurem Vorteil nutzen wolltet? Ganz der räudige Schurke, der ihr seid. Sie müssen mich verwechseln. Ich bin der reuige Schurke. Ihr meintet, jemand am Ort des Verbrechens könnte die Angeklagte beeinflusst haben. Die Wache befand sich am Ort des Verbrechens. Wollt ihr damit sagen, dass wir die Hexe beeinflusst haben? Genau! Nein. Das ist absolut nicht das, was ich. Glaubt bloß nicht, dass ihr uns zum Schweigen bringen könnt. Wir werden zu Wort kommen. Das werden sie. Egal, ob jemand es ihnen erlaubt oder nicht. Wir sind die heißblütigen Wachen, weil. Voll glühender Gerechtigkeit. Was? Nein. Und Pflichtgefühl. Unser Motto: erfüllt, überlegen, glücklich. Schmarren. Ja. Wenn ihr uns nicht reden lasst, sehen wir uns leider dazu gezwungen, Gewalt anzuwenden, um unsere Pflicht erfüllen zu können. Das Gericht missbilligt Gewalt. Nun, das Verbrennen von Hexen ist natürlich eine Ausnahme. Da dachte ich jetzt dran, ich habe nicht mal gelesen, dass er es tatsächlich sagt. Ingame-Sound bitte etwas lauter. Von mir aus. So. Ist etwas lauter, oder? In welchem Fall es wohl angebracht ist, Ihnen Ihr Recht zu reden zu gewähren? Hä? Was? Ihr mögt dessen nicht gewahr sein, doch es ist nicht ungewöhnlich für Angeklagte in diesem Gericht ihr Bewusstsein zu verlieren. Ja, vor allem wenn sie dann irgendwie im Feuer landen. Ja, großartig. Lasst uns diesen tapferen Rittern Gehör schenken. Hier habt ihr Gehör. Benutzt es auch. Hören wir Das uns ist doch an. weise. Ja, hören wir uns doch an, was sie zu sagen haben. Na gut. Diese Ritter werden als Zeugen akzeptiert und sagen nun aus. Bürger Labyrinthias, habt ihr die Worte des Richters vernommen? Wir haben kein Gehör, schenkt uns Gehör! Der heutige Prozess ist noch nicht vorüber. Im Gegenteil, er ist gerade erst im Begriff, wirklich zu beginnen. Da war nämlich auch, glaube ich, ein Mond. Vollmond. Wohlan. Wohlan. Ah, der Wachenhauptmann heißt Wohlan. Das ist Wohlan.
Nein, er heißt Haubert. Ach so, Wachenhauptmann Haubert. Wohlan Haubert. Wohlan Haubert, genau. Ihr dürft nur nach Herzenslust aussagen. Meine werte Frau Gloria. Was, Sie sind verheiratet? Hab Dank für diese Ehre. Ich werde nach Herzenslust reden, dessen könnt ihr euch sicher sein. Oh ja, vielen Dank, Gloria. Unser Plan hat nicht funktioniert. Hey, die sehen ja fast verschieden. Oh! Ich weiß schon, welchen ich am liebsten mag. Ja, ich weiß, wen ich am liebsten mag. Ich mag den ist der auch. Mit dem Bart. Das ist ja Konfusius. Ich wette, es sind in Wirklichkeit nur vier und ein paar von denen gehen dann weg. Moment mal bitte, was soll denn das? Wir, die Wachen, verachten ungerecht. Kalt und Ungleichheit. Wir sind, oh Gott, wir sind friedlich, freundlich, hilfsbereit und eine Einheit. Oh Gott. Und wir sind gekommen, um diesen diabolischen Verteidigern, der die Hexe schützen will, ihn aus dem Weg zu räumen. Ja, ich habe die gleiche Stimme. Wir werden kämpfen. Wir werden diese, unsere Stadt, vor den Fängen dieses niederträchtigen Verteidigers schützen. Ja, ja, ist klar. Habe ich da gerade gehört, wie etwas auf den Boden gefallen ist? Rühmenswerte Wachen. Oh Gott. Nehmt uns bitte, nennt uns bitte erst eure ehrbaren Namen. Ich bin Wache Nummer 1. Echt jetzt? Ich wollte das echt gerade sagen. Ich bin Wache 1. Ich bin Wache 2. Das ist echt so. Ich glaube, die das Skript hier gerade geschrieben haben, haben den gleichen Humor wie du. Ja, ich habe das Skript geschrieben. Jetzt lösen wir es alles auf. Das ist aus, ja. Ich bin der Chef und mein Name ist Haubert. Von Haubert und Haubert. Ich bin nach... Was? Ich bin Wache Nummer 2. Mein Name lautet... Lancelot. Mit der langen Lonze. Lunzelat. Ich bin Wache Nummer 3. Mein Name ist Balmo. Man sagt, dass Hunde, die bellen, nicht beißen, aber ich beiße. Oh. Und er bellt nicht. Genau, er macht die auch. Ich bin Wache Nummer 4. Name Papalot. Aber dabei bin ich nicht mal Vater. Ich bin Wache Nummer 5. Mein Name ist Zappelot. Und dann hast du noch jemanden, der gerade einen Apfel isst. Das ist Appelot. Und ich bin Ergebener der Liebe. Die Wache Nummer 6. Mein demütiger Name lautet von Schlag. Von Schlag. Ah, ich bin der stählerne Engel, der die Wachen mit seiner Sinnlichkeit beehrt. Mein Name ist... okay, ich fange den Satz an. Ich fange den Satz nochmal neu an und ich weiß jetzt, mir wurde vorher schon gesagt, ich soll einen bestimmten Zeugen sprechen. Und es muss dieser sein. Wenn es nicht dieser Zeuge ist, dann fresse ich einen Hexenbesen. Das ist... Oh, dann muss ich das Rote ja... Nee, Moment, lese ich das Rote dann anders, oder? Ach, das war ja Waltham. Oh Gott, das wird jetzt aber auch... Ich bin der Stähler, der die Wachen... Ich würde wirklich so sprechen. Ja. Ich bin der stählerne Engel, der die Wachen mit seiner Sinnlichkeit beehrt. Mein Name ist Dominika. Wagt es nicht, ihn zu vergessen? Oh Gott, nee, den Namen vergesse ich nicht.
Was ist der? Der ist so wieder einer wie, der, wie die anderen. Ich bin nur ein einfacher Mann, der zum Stiefel demütig dient. Was? Der wirft mich in Zutritt. Zutritt. Ach, Zuschlag und Zutritt. Wer bekommt den Zuschlag? Ah. Zutritt. Ja. Den möchte ich bitte sprechen. Okay. Wache Nummer 9. Der Name ist... Was? Philippald und Funkmiel. Was? Philippald und Funkmiel. Philippald und Funkmiel. Das kann doch keine Sau austreffen. Philippald Funkmiel. Was ist das denn zum Teufel? Ich bin Willibald Funkmobil. Oh, 5 4. Vielleicht sagt noch einer was. Ah, nein. Und ich. Wer war denn von uns nochmal Confusius? Ich hab keine Ahnung. Ich bin die Wache Nummer 10. Nicht mehr, nicht weniger. Nur eine Zahl. Ich hab den vermisst. Der ist super. Beste Zeuge ever. Oh Gott. Was ist denn los? Das Gericht kann sich nun wirklich nicht all diese neuen Namen und Gesichter merken. Bitte lass jetzt ein paar von denen gehen. Nun gut, ehrwürdige Zeugen, ihr mögt bitte über die Ereignisse in jener Nacht aussagen, wenn es euch beliebt. In jener Nacht. Erzählt uns doch bitte, was ihr in jener schrecklichen Nacht saht. Ach ja, übrigens, wir haben noch einen Zeugen vergessen. Meine Axt! Du bist etwas rechtsseitig gerade bei mir. Oder ja, bei dir als links? Ich sagen wollte, warte ganz kurz, bis wir anfangen. Ich muss das Wasser ausmachen. Okay, ich mach dann mal. Ich fang dann mal an. Oh Gott, apropos Wasser, mir läuft auch schon das Wasser überall runter. Es ist schlimm, es ist Sommer, es ist heiß. Oh, das wär's. Ich merke mir jetzt bis zum. Ich merke mir diesen Namen von diesem Philly. Fall. Tun. Fun. Fun. So, Mil. Wenn das Ganze eh noch länger dauern wird, habe ich mir noch Verpflegung mitgebracht. Ja. Was denn? Discount-Kekse. Well, there's still one left. Jetzt lese ich mal, was auf deinem T-Shirt steht. Ja. Ja. Ups. Huch. Und unten dann? Boah, ein Riesen. Pikachu. So, okay, Glockenturm bewachen. Ja. Wir haben den Glockenturm seit seinem Auftauchen bewacht. Niemand hat jemals ein schlechtes Wort über uns verloren. Sicher? Die haben ja nur den Turm bewacht. Die haben ja nicht drauf geachtet. Was? Du bist ohne Kamera gerade. Was? Du bist gerade ohne Kamera. Aber lustigerweise kriegt man dann dein Skype-Bild zu sehen. Und jetzt wie... Ey, jetzt habe ich Werbung in meinem... Hä? In meinem Stream. Das gibt's doch nicht wegen Skype. Mach mal bitte die Kamera wieder an. Ich will diese Werbung nicht. Alles klar, du bist wieder da. Und du warst kurz ich gelb. Ich hab dich aber nur noch auf einer Seite. Wieso? Weiß ich nicht. Aber das war gerade... Entschuldigung für diese Werbeunterbrechung. Das war keine Absicht. Das war Skype. Ich krieg dafür gar nichts. Hallo? Hallo? Hörst du mich jetzt gar nicht mehr? Ich höre dich nicht mehr. Ja, das sagte Scheiße. Ich gerade. Moment, ich versuche ihm mal was zu schreiben. Kein Stream ohne technische Schwierigkeiten, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Hä? Hallo? Moment. Ich habe keine Ahnung, ob du mich hörst. Ich höre dich leider nicht mehr. Der Stecker ist drin. Ah, Mist. Huch. Moment. Hallo? Hallo? Jetzt höre ich dich wieder, aber nur links. Ja, gut. Das, Hauptsache, das ist erstmal. Es ist. Ich hoffe, es reicht bis zum Ende. Ansonsten Kabel wackeln und hoffen, dass... mehr Sound kommt.
Super, was auch gerade an den, auch gerade, also entweder an dem, wo es eingesteckt ist, oder da an den Kopfhörern irgendwie direkt. Nö. Nee. Okay, ja, dann musst du jetzt gerade links mit mir auskommen. Na gut. Ja, du bist schon wieder ohne Bild. Wieso? Ich weiß es nicht. Hä? So, jetzt. Was ist denn da los? Keine Ahnung. Okay,